herzlich willkommen hier zur Ringvorlesung Technik, Umwelt und Ethik. Ich habe hier als Gast die Frau Bärbel Hohen. Die ist grüne Politikerin und ehrenamtliche Energiebeauftragte für Afrika und für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ. Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind und Zeit genommen haben, auch in diesen Zeiten der Corona-Pandemie. Als kleine Einstiegsfrage, was verstehen Sie denn unter Technik und Umweltethik? Also ich verstehe darunter eigentlich, dass diejenigen, die Technik studieren oder in dem Bereich tätig sind, dass die eben stärker nicht nur in ihrem eigenen Fachgebiet ausgebildet werden, sondern dass sie stärker eben auch soziale, ökologische, auch ethische Fragen mitdiskutieren und lernen. Sie beschäftigen sich ja mit dem Bau von erneuerbaren Energien in Afrika. Welche Fortschritte können Sie denn dort bereits vermerken? Ja, also jetzt bei meiner konkreten Arbeit ist es so, dass man das erstmal implementieren muss. Das dauert auch seine Zeit, weil alles, was nachhaltig sein soll, braucht auch einen Vorlauf. Das heißt, wir haben erstmal die Planung gemacht, wir sind wirklich in die Länder gefahren, haben uns angeguckt, was können wir da tun. Und jetzt fängt es auch an, dass wir diese Projekte umsetzen. Oder dass sie realisiert werden. Und dass wir zum Beispiel Finanzinstrumente der KfW verändern und auf die jetzigen Situationen besser anpassen. Aber ich sehe einfach, dass wir momentan in eine Situation reinkommen, wo wir wirklich erneuerbare Energien zu den Menschen bringen müssen, weil nur durch Energie schaffen wir auch Wohlstand, können sozusagen Armut überwinden, können produktive Nutzung voranbringen. Ja. Und das heißt, wenn wir den Menschen dort wirklich helfen wollen, dann müssen wir eben dezentrale erneuerbare Energien aufbauen. Die Leute meinen ja manchmal, mit unserer alten Technologie, die können wir irgendwie nach Afrika bringen, das ist gut. Nee, die sind, was Digitales angeht, viel weiter als wir. Die haben ja noch nie einen Festnetzanschluss gehabt, die sind sofort in das Mobilfon eingestiegen. Die machen aber Mobile Money, das heißt, die haben auch keine Bank, kein Bankkonto in dem Sinne. Das ist eine weiße Landkarte und da können wir wirklich auch digitale Lösungen sofort anbieten, dezentrale Lösungen sofort anbieten. Da geht wirklich ganz, ganz viel voran. Also Solar Home Systems und so, da ist wirklich eine Entwicklung zu spüren. Sehr interessant. Vielen lieben Dank, dass Sie uns dann Einblick geben. Inwieweit waren Sie denn positiv oder negativ überrascht, als Sie das erste Mal in Afrika waren? Also positiv überrascht war ich auf jeden Fall halt, dass die, was die Digitalisierung angeht, viel weiter sind. Dass wir, das ist eigentlich das Tolle, wir haben da, wie gesagt, eine weiße Landkarte. Und dann können wir jetzt mit unserer jetzigen Technologie, nicht mit der Technologie vor 100 Jahren, wo wir hier angefangen haben, da können wir jetzt reingehen und Konzepte machen. Also eine Solaranlage hat ja eigentlich Gleichstrom. Und wir müssen jetzt eigentlich Anlagen produzieren, elektrische Anlagen, die auch mit Gleichstrom betrieben werden. Und wir können direkt über die Solaranlage halt in diese Gleichstromanlagen gehen. Und man kann danach teilweise zum Beispiel auch Gleichstromnetze dort installieren, wo jeder mit dem anderen auch handeln kann, zum Beispiel. Also, wo das wirklich eine richtige Genossenschaft ist. Also, man braucht dann eigentlich nur noch das Netz, verbindet diese Gleichstromanlagen miteinander. Die Strom quasi sich hin und her und jemand, der kein Solar Home System auf dem Dach hat, kann von den anderen auch wieder Strom nehmen. Ja. Man könnte auch größere Anlagen dort dann eben mit diesem Netz dann auch wieder betreiben. Also, es gibt einfach von der Technologie her so spannende neue Entwicklungen, die bei uns gar nicht funktionieren, weil hier alles schon da ist. Ja. Aber da kann man die einfach installieren. Und ja, weil das ist halt eben das noch die Grundsachen, weißes Blatt, sagen Sie gerade so, da haben wir ja die Möglichkeiten, die Fehler oder die Trial-and-Error-Versuche aus unseren Erfahrungen quasi zu erübrigen und einfach dann mit unserem Wissen, was wir jetzt schon haben, den Fortschritt in diese Länder zu bringen. Ja, vor allen Dingen können wir die neueste Technologie nehmen. Ja, also wenn man zum Beispiel so ein Solar Home System sich anschaut, die arbeiten zum Beispiel hier aus Deutschland, haben einen riesen Bildschirm, haben auf diesem Bildschirm ihre ganzen über 100.000 Kunden weltweit, wo sie genau sehen können, wer hat wie viel Geld bezahlt, wer nutzt momentan sein System, wo sie es eben auch abschalten können, wenn da nicht mehr gezahlt wird. Also das heißt, sie arbeiten viel digitaler als die meisten Unternehmen hier, die halt mit dieser alten Technologie verbandelt sind. Und das macht natürlich schon viel mehr Spaß. Was hat sich denn seit dem Start Ihres Projekts währenddessen in Deutschland in puncto klimaneutrale Umgestaltung getan? Herbst 2017 habe ich den Bundestag verlassen und mache jetzt diese Projekte in Afrika. In dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel getan. Gar nicht dadurch, dass Deutschland was gemacht hat. Also Deutschland ist ja, was den Klimaschutz angeht, in den letzten Jahren also total nach hinten abgerutscht, muss man leider sagen. Es gibt also durch den Emissionshandel auf EU-Ebene gibt es die Situation, dass die Braunkohle einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Gerade in den letzten Jahren, letztes Jahr und dieses Jahr, der Anteil der Braunkohle bei uns im Stromerzeugungsmix dramatisch nach unten gegangen. Das heißt, eigentlich hätten wir diesen Kohleausstieg mit diesen 4 Milliarden Subventionen, über 4 Milliarden Subventionen allein an die Energieunternehmen, ich sag mal, gar nicht gebraucht, weil der Markt regelt das momentan. Und das ist eigentlich spannend zu beobachten. Die Braunkohle wird zunehmend unwirtschaftlich und solche Instrumente wie diesen
Emissionshandel, der auch funktioniert, ja, die müssten wir natürlich auch in anderen Bereichen im Verkehr und sowas jetzt sehr schnell haben, damit wir wirklich unsere Klimaziele einhalten können. Sehr vielen Dank für Ihre Antworten. Das war es auch schon mit unseren Fragen. Dann würde ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute bei uns sind und auch noch einen Vortrag für uns halten.